Jo Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Zelda Tears of the Kingdom. Ich bin hier in einem Brunnen in der Nähe vom Stall des... Oh Gott, jetzt habe ich doch gerade den Namen vergessen. Auf jeden Fall geht es hier um Schleichglühwürmchen. Guter Freund von mir hat mich auf diese Quest aufmerksam gemacht. Danke dafür. Und ich werde jetzt mal offscreen schnell die Schleichglühwürmchen besorgen gehen und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Gut, Brunnen am Haraya-See ist das. Okay. Ich habe was herausgefunden. Man muss zuerst mit Fen sprechen. Endlich ist es Nacht, Kollege. Die richtige Zeit, um schaurige Stimmung. Bla 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 bla. Ja, der schickt einen auf diese Quest. Und der hat so Stimmen gehört. Hier drüben! Ja, der führt einen jetzt nur zu den Brunnen. Als ob ich doch ernsthaft jetzt den Weg zu ihm laufen muss. Ja, was ist? Scheiße, nicht in die Hosen, Mann, Penner! Hast du das gehört? Ja, du hast gefurzt, Mann! Fan. Nee. Boah, das stinkt. Das muss die Stimme sein, nach der wir suchen. Und sie kommt ganz aus der Nähe. Ja, das klingt in der Tat wie Prinzessin Zelda, aber wo kann sie nur sein? Tatsache. Meine Beine und Flügel fühlen sich ganz taub an. Kein schönes Gefühl, ich will sie wieder bewegen und zwar flugs. Ich muss jetzt gerade überlegen. Ich hör mal kurz zu. Klappe, Fan. Schon wieder gefurzt. Ja, also man soll halt mit seiner Hilfe jetzt hier den blöden Brunnen hinten finden. So. Oh. Ich meine, es könnte sein, dass sie tatsächlich so weit gedacht haben. Aber ich glaube nicht, dass das die gleiche Synchronsprecherin ist. Glaube ich ehrlich jetzt nicht. Und außerdem ist der Text des Liedes ein komplett anderer, wenn man hier drinnen ist. Hä, wo bist du denn hergekommen? Kann ich dir helfen? Ja, verdammt! Du hast mich aufgeweckt! Leg die Waffen nieder, was meinst du denn damit? Sowas komisches würde ich nie singen. Seht die Affen wieder, seht die Affen wieder. Das, was ich gesungen habe. Hoppala. Hat niemand gehört. Bitte, was? Legt die Waffen nieder, sonst werdet ihr es wissen. Was ist das denn für ein Text? Sie suchen nach was Süßem. Das habe ich gesungen und das ganze Lied geht so. Seht die Affen wieder, sie suchen nach was Süßem. Ich wollte doch nur ein lustiges Lied über Affen schreiben, die nach süßen Früchten suchen. Hier im Brunnen kann ich üben, solange ich will, ohne dass es jemanden stört. Aha. Und ich höre hier drin einfach meine Stimme besser als draußen. Meine Lieder klingen auch viel schöner. Macht doch so eine Art, weiß ich nicht, Vorstellung im Brunnen oder irgendwie sowas. Aber du sagst, dass es draußen so klingt, als würde ich irgendwen bedrohen. Und ich hatte mich schon gewundert, warum jeden Morgen lauter Waffen beim Brunnen liegen. Das erklärt's. Da das Zeug gefährlich ist, habe ich alles da drüben gesammelt. Ich habe kein Interesse an Waffen, also nimm dir ruhig, was du brauchen kannst. Hey, Kollege! Was ist denn da drin los? Sag mir, was da vor sich geht. Nein!
Deine Klatschzeitung kannst du sonst was berichten. Ist mir ziemlich wurscht. Oh, Kollege, was ist los? Prinzessin Zelda gar nicht da unten, oder was? Nein. Aber es wäre interessant zu wissen, ob die dieselbe Synchronsprecherin dafür zumindest. Naja, glaube ich nicht, weil die redet ja nicht wirklich. Also willst du mir sagen, dass da unten im Brunnen jemand singen geübt hat? Wow, da unten gibt es zumindest keine Fensterscheiben, aber verstehe. Geräusche in einem Brunnen werden verzerrt und so klang es wohl danach, dass sie was anderes gesungen hat. Aber ist ja egal, ich gehe mal meine zwei Klatschhefte schreiben. Ciao, ciao. Ja, Fan. Kleeblatt Kurierstoff. Ganz ehrlich, du. Mach dich dünner, ja. Ich weiß, ich verarsche Fan immer wieder zufrieden. Und außerdem, Leute, hier haben wir die nächste Quest. Ui, hoi, toll, dass du hier extra hier raufgeklettert bist. Fien. Wolltest du irgendwas von mir? Bestimmt bloß, dass ich hier musiziert, stimmt's? Nun, woher kennst du denn das Ensemble zirkellos? Nein, wirklich, das Ensemble tut sich wieder zusammen. Natürlich bin ich wieder mit von der Partie. Okay, die gab's schon mal, scheinbar. Aber bevor ich zum Ensemble zügellos zurückkehren kann, habe ich noch etwas un... Okay, der hat eine Quest für uns. Also, es gab ja diese Anspielung, dass es hier Flötentöne gibt. Also, die Geschichte habe ich dir vielleicht jemanden beim Stall davon erzählt. Jedenfalls, ja, bla bla, halt die Klappe. Der will irgendwen beeindrucken. Und der braucht die 10 Schleichglühwürmchen. Wir haben nämlich vorher nachgeschaut, ich habe die Quest verwechselt. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich Idiot habe es leider falsch aufgeschrieben. Der Part wird ein bisschen gepresster. Also, ja. Gut. Wir werden jetzt mal die Person suchen. Keine Ahnung, wo die ist. Okay, ich frage jetzt nochmal nach, was der will. Ah, man muss es einzeln machen. Okay, ich habe nämlich die Schleichglühwürmchen jetzt schon abgegeben. Gut, die ist hier. Die ist mitten im Stall drinnen. Der will sie wohl beeindrucken. Na. Ja. Tun wir ihm den Gefallen. Ist doch so auch schon schwer genug, ne? Falls das jemand hört, oder mit Kopfhörern anhört. Warum es im Hintergrund ein bisschen rauscht, die Klimaanlage ist leider an und ich habe keine Ahnung, wie ich sie ausschalten kann. Wir haben nämlich irgendwo die Fernbedienung verschmissen. Blöd. Ich weiß. Ey, ist nicht ganz so. Was? Ach so. Der hat hier so eine Art Wunsch erfüllt. Im Übrigen, ich habe jetzt einfach mit irgendeinem Besenstock hier drauf gedrückt. Den Ausknopf, weil da komme ich natürlich nicht ran. Beschissener Aufnahmeraum. Egal! So. Haben wir das auch geklärt. Der Typ scheint ja verliebt zu sein. Ist ziemlich obvious. Ja, gut. Aber es reicht ihm scheinbar, dass er sie nochmal lächeln sieht. Und dann nochmal. Okay. Er geht jetzt zurück zum Ensemble. Das heißt, wir können noch eine Fee... Die Frage, welche? Oh, er gibt uns Maxi-Trüffel. Geil. So.
Ich habe jetzt hier nochmal auf dem Weg den Idioten hier gefunden. Ich habe das Ganze jetzt mal eingesprochen. Und zwar, das ist einer der einfachsten Missionen, was diesen Deppen betrifft, die es gibt. Ich habe hier leider ziemlich lange rumgeschissen. Und bin dann eigentlich drauf gekommen, dass es relativ simpel ist. Ja, steht wie von ganz alleine, ja. Also es reicht, wenn es nicht allzu schief steht. Es ist okay, wenn es ein bisschen schief steht. Gut. Ja, der ist jetzt nicht besonders schwer. Er befindet sich halt in der Nähe von einem Stall. Aber der Typ, der nervt einfach. Es ist vor allem so irrelevant, wo er ist. Es nervt einfach nur. Und er gibt einem meistens, also er gibt einem immer 20 Rubine, irgendwas zu fressen und irgendeinen Übernachtungsgutschein, den eh keine Sau braucht. Gut. Schauen wir zu unserem eigentlichen Ziel. Hey Freund, wie läuft deine Reise? Der hat auch sowas an wie die eine Tussi aus Athena. Oh. Ja. So, das Ensemble hat sicher jetzt wieder Probleme mit dem Allegro, also mit diesem Transportfahrzeug von ihnen. Ganz ehrlich, ich freue mich schon, wenn das Automatik-Let's-Play von Windwaker vorbei ist. Es läuft ja parallel zu dem hier. Also generell im Moment habe ich echt die Schnauze voll von The Legend of Zelda. Überhaupt noch Tears of the Kingdom, das war irgendwie... Naja. Schon Besseres miterlebt. Aber ja. Ja, bla bla, was ist dieses Mal das Problem? Ja, lalalala, halt die Klappe. Jetzt sind wieder alle beisammen. Wohin geht's diesmal, Alter? Da nach oben. Und da ist jetzt der Weg versperrt. Oh. Nein. Als ob. Nö. So ein Dreck. Gut, ich hab's geschafft. Am ersten Versuch hat das nicht so ganz hingehauen. Jetzt dann probiere ich das Ganze hier nochmal. Ich hoffe, dass es dieses Mal funktioniert. Hoffentlich. Naja, was willst du machen? Auf jeden Fall muss man aufpassen, welche Route man nimmt, denn es gibt Gegner auf manchen. Und außerdem kippt das Ding auch nach vorne. Ich habe Gott sei Dank jetzt genug Batterieenergie. Also, es gibt zwei Wege, die man dabei verwenden kann. Nämlich einmal rechts herum. Und einmal den, den ich jetzt nehmen werde. Der rechts herum, der beinhaltet Gegner. Ist nicht die... Oh, hallihallo, Farotra im Hintergrund. Von dir brauche ich eigentlich auch noch die Drachenscheine. Aber ist jetzt weniger wichtig. Hauptsache, wir schaffen's. Und der Weg direkt ist wesentlich einfacher. Und weniger nervig. So, wir haben es geschafft. Das ist eigentlich viel dämlicher, als was es aussieht. Ja. Da gibt's nicht viel zu sagen. Spielt.
ja. Oh Gott. Ja, die Belohnung kriegen wir jetzt auch. Das ist, soweit ich weiß, die schwierigste Mission. Die letzte werde ich offscreen machen, weil das Einzige, worum es da geht, ist wieder mit dem Pferd. Das tue ich mir nicht an. Ja, ja. Und deine Hose behältst du schön an, ja. Von wegen Hosenrutschgefahr und so, ne? Gut. Ja, machen wir das mal. Bla bla, ja, die sagen auch relativ dasselbe. Ja, bla 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 bla. Ja, das ist alles nichts Neues, das ist alles nichts Neues. Sie kann meine Kleidung verstärken, das brauche ich jetzt nicht, weil ich habe fast keine Materialien, das wird nicht viel helfen. Mal schauen, was wir noch anstellen. Ich habe tatsächlich was gefunden. Wir schießen uns jetzt erstmal in die Luft. Und scannen das neue Gebiet. Das ist in der Sarah irgendwas Ebene. Ich habe jetzt beim Beamer nicht drauf geachtet, weil ich kurz Kaffee holen war. Aber ja. Auf jeden Fall ist es das Sora-Gebiet. Und die Oberfläche wurde aktualisiert. Himmelskarte auch. Ja, gut. Was ist hier? Oh, hier ist ein Schrein. Ah, ja. Okay. Eigentlich legit schlau, das so zu machen. Mal schauen, was der Schrein ist. Beschwingt. Okay. Davon ist das Ziel. Und wie funktioniert der Scheiß jetzt? Sag mal, war das wieder so gedacht, dass man das Wassergebiet, weil das sieht relativ leicht aus, um ehrlich zu sein. Da steckt nicht viel dahinter, soweit ich das sehe. Oder? Na, mal schauen. Versuchen wir jetzt einfach mal die nächste Okay. Zum Glück gibt's dieses Vieh. Au. Ach ja, ich glaube, das habe ich euch aber schon verraten. Dass man das Ding so bremsen kann. Ja, brauche ich das jetzt eigentlich noch für irgendwas, oder? Okay, ich krieg hier einen Ventilator, der mir was genau bringt. Ich meine, ja, ich kann mein Flugzeug damit ausrüsten. Ihr baut Tomate, kann ich damit aber nicht verwenden. Und eine Steuereinheit habe ich, glaube ich, auch nicht.
Ne. Oh, das sind Rollbretter. Ah, ja. Richtig, das geht ja auch. Darum hast du auch so eine recht lange Bahn, die du das machen kannst. So. Boah, ich hasse diese... Ah, oh, dieses Kack-Auswahl-Menü! Wo ist das jetzt wieder? Hier. Ekel. Ich warte einfach, bis es vorbei ist. Und versuch's abzupassen. Mal schauen, ob das auch geht. Jetzt müsste es langsamer sein. Oder bleibt es jetzt wirklich stehen? Aber ich weiß nicht, dass das mit L, das mag ich überhaupt nicht. Das auswählen. So, transportieren wir das mal nach oben. Mann! Wie gesagt, es hat nicht viel dahinter gesteckt, das zu machen. Hol mal kurz mein Flugzeug. So, das müsste jetzt aber eigentlich paar, wobei, richtigen Winkel nehmen wäre halt auch. Ja, wobei, naja, machen wir es sicher jetzt halt. Sicher ist sicher, ist sicher. So. Hin und schwächeres auch. Ja. Weil man kann das Ding ja, das habe ich jetzt auch fast vergessen, nämlich auch steuern, wenn du... einfach links und rechts gehst, dass ich jetzt in der Mitte stehen bleibe, müsste eigentlich genau drauf zu fliegen. Und falls, glaube ich, kann ich sogar meinen Paragleiter hernehmen. Das könnte gehen. Mal schauen. Let's see, let's see, let's see. Ja, das passt eigentlich. So, ich schaue mich jetzt noch um, ob es hier auf diesen Ebenen irgendwas Relevantes gibt. Aber ansonsten sehen wir uns einfach bei der nächsten Aufgabe wieder. Weil die Animation ist hier ja auch immer die gleiche. Nicht? Okay. Es gab nichts Gescheites mehr. Deshalb gehe ich jetzt bei den Soras rein. Leute, Wasserkraft. Was soll ich sagen? Vor dem Schrein wurde ich gewarnt, dass der nervig sein kann. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es probieren. Und wenn nicht, dann machen wir im nächsten Part weiter. Zuerst mal, wo ist der? Der ist halt genau beim Dorf der Soras. Ich überlege nur gerade, weil ich habe ja keine Ahnung, wie viel Zeit ich verschleudern werde, wenn ich das Ganze schneide. Also, wie viel Zeit da wegkommt. Die Parts drehe ich immer so meistens über eine Stunde. Und gerade bei diesen Streuner-Parts kommt meistens so die Hälfte weg. Also wenn ihr da so ein Video mit 44 Minuten habt, dann ist das meistens so, dass ich da wirklich über 1,5 Stunden dran gesessen bin und nur gezockt habe. Was manchmal etwas lästig ist.
Okay. Ich glaube, wir sollen hier ein Wasserrad bauen, oder? Aber was macht's da? Okay, da unten ist eine Truhe. Ich komme mit dieser Steuerung nicht so gut klar. So. Sich eh gedrückt gehalten. Mann, verdammt. Mann, ich habe so viel Paper Mario gespielt, ich kann das hier einfach nicht mehr. Obwohl, das müsste eigentlich auch gehen. So, das fördert Strom. Naja. So, jetzt machen wir es mal richtig. Komm. Mann, das bleibt jetzt auch... Boah, jetzt bleibt das da hängen. Nein. Was ist denn jetzt mit dem Kontroll... Komm schon, bleib auf, hängen zu bleiben. Muss ich das anstoßen? Hilft das was? Vor allem, was muss ich überhaupt machen? Ist eine gute Frage, ne? Ich würde sagen, oh. Nee, das bringt nichts. Das muss doch wirklich so gebaut werden, wie es... Oh, jetzt ist das wieder so. Ich meine, es sieht witzig aus, aber... Irgendwas hat jetzt gerade mein Steuerkreuz, aber... Naja gut, ich soll vielleicht nicht unbedingt mit dem ältesten Controller spielen, den ich habe. Das Steuerkreuz reagiert nämlich manchmal nicht und dann reagiert so verzögert. Aber es ist ja egal, solange das jetzt auch funktioniert. So, was kann das? Okay, sehr interessant. Was genau ist das? Nein, das ist es nicht. Nein. Okay. Aber was mache ich jetzt hier? Ist in der Truhe vielleicht irgendwas drinnen, was ich brauche? Nö. Dann muss ich den Wasserfluss irgendwann mal auch blockieren. Nö. Da geht es nur um Strom. Macht das irgendwas? Nö. Okay.
Das kann mal nicht. Also, normalerweise verbindest du ja sowas. Oder? Kann ich das Ding mitnehmen? Ah. Und nur weil ich es dann... Ah, jetzt war das richtig... Oh, geil. Verdammt. Komm schon, lass... Was? Oh, ist das anstrengend. Was macht das überhaupt? Oder warum sollte ich hier Strom produzieren? Oh, diese Kacksteuerung. Na endlich. Das macht aber jetzt auch keinen Unterschied. Ach Leute, ich werde das einfach bis zum nächsten Part rausfinden. Ich spiele hier seit 1,5 Stunden. Irgendwann ist genug.